Guten Morgen. Wir machen uns ein schönes Penis. 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 Okay. Wir machen uns ein schönes Wochenende in London. Wir sind gerade auf dem Weg zur U-Bahn. Ich muss kurz meine U-Bahn-Karte rausholen. Wir haben es gestern alles schon gekauft. Wir haben gestern auch schon ein bisschen was gemacht. Das seht ihr alles im Anschluss. Wir fahren gerade zum Big Ben und danach gehen wir weiter noch gegen die Wand laufen bei King's Cross. Und lauter so ein Blödsinn werden wir heute machen. Und ich nehme euch natürlich dahin mal wieder mit. So, alle halbe Jahre mal. Gleich sehe ich zum ersten Mal Big Ben und Westminster. Und boah, ich bin voll aufgeregt. Oh, die Musik. Wunderschön. Ich habe, glaube ich, keine Münzen. Schade. Stimmt, das existiert ja auch irgendwo. Ich weiß es nicht, das kann schon sein, dass das so ist. Ja, ja. Ist nicht in die Luft geflogen? Super geil. Hier hinter uns ist gerade einfach ein Shrek-Fanshop. Ich wusste gar nicht, dass es das Zeug immer noch gibt. Verrückt. Jetzt sind wir kurz vorm London Eye, super geil. Also, wir stehen eigentlich direkt drunter jetzt schon fast. Wow! Das ist echt riesig. Gerade rechts neben uns war noch das London Dungeon, auch eine ziemlich coole Sache. So. Als Kind wollte ich da unbedingt reingehen. Wusstest du, dass Big Ben 480 Coca-Cola-Flaschen groß ist? Ich auch nicht, aber das steht da. Coca-Cola steht. That goes through Admiralty Arch over there in Trafalgar Square, which we'll see later. And over here to Buckingham Palace. Have you seen any big royal events like the royal wedding or the funeral of Princess Diana or state visits? Wir hatten gerade eine super geile Stadtführung und jetzt sind wir an der Baker Street. Ich habe mich gerade absichtlich nicht so mitgenommen, weil bei der Stadtführung, wir haben halt alles Mögliche wurde uns gezeigt und es wurde sehr, sehr viel Geschichtliches auch erzählt. Ein bisschen was habe ich mit mir noch, dass ich mich mit einbinde. Wir haben zum Beispiel Pelikane gesehen und jetzt gehen wir zum Haus von Sherlock Holmes in die Baker Street 221b und die zeige ich euch natürlich auch. Nachdem wir gerade eben am Museum waren von Sherlock und da, wo Sherlock in den Büchern ist und da, wo auch im Film sagt, dass er ist, aber das nicht der Drehort war für die Serie, ich habe mir gedacht, wieso fahren wir nicht noch dahin, wo die Serie gedreht worden ist? Wir sind eigentlich auch schon da. Siehst du schon? Nicht genau, muss ich sagen. Nicht genau? Ich sehe schon. Wir stehen eigentlich schon fast davor. Ich muss hier mal kurz nach links. Und hier ist es. Jetzt sind wir auf der London Bridge. Von hier aus hat man einen super geilen Blick auf die Tower Bridge. Und auf der rechten Seite müsste auch theoretisch noch die Millennium Bridge sein. Also alles, was wir heute noch machen wollen. Oh, die Sonne ist aber halt schon relativ weit weg, wenn ihr hinterguckt. Die ist fast schon unten. Und ich drehe mich jetzt einfach um und dann seht ihr die. Seht ihr sie nicht? Seht ihr sie ganz klein im Hintergrund? So, einmal noch mal ein bisschen rangezoomt. Hinter mir seht ihr jetzt die Bridge. Ich will mich jetzt selber mal umdrehen, um zu sehen. Wir haben den Eingang vom tropfenden Kessel gefunden, er ist direkt hinter uns, aber er wurde blau angemalt und sieht echt hässlich aus. Und wir gehen jetzt auch noch in den tropfenden Kessel rein, würde ich sagen. Kommt doch einfach mit. So, wir sind jetzt im tropfenden Kessel angekommen. Genau genommen sind wir jetzt eigentlich in einem anderen tropfenden Kessel, als wir gerade eben noch waren. Und zwar sind wir jetzt in dem vom vierten Teil, vierter Teil rum, wo er dann das Zimmer hat, das direkt an diesen Bahngleisen liegt. Da sind wir jetzt auch als nächstes hingelaufen, es lag direkt um die Ecke, also keine Ahnung. 4 Minuten Fußweg von dem anderen Eingang. Der andere Eingang war leider kein Pub, sondern bloß ein Fake-Teil. Saufen? Okay, let's go. Ach ja, wir gehen noch zum King's Cross Bahnhof, genau. Wir gehen noch einfach zum Millennium Bridge und zum King's Cross Bahnhof. Und da nehme ich euch auf jeden Fall jetzt dann noch mit. Und ich trinke jetzt mein, was weiß ich. Hinter uns ist jetzt das Globe Theater, also zumindest der Nachbau, das ist ja damals abgebrannt. Und wir stehen jetzt direkt vor dem Millennium Bridge. Es ist schon irgendwie ein bisschen beängstigend hier. So, wenn man sich überlegt, in wie vielen Filmen die alles kaputt gemacht worden ist, vielleicht sterben wir oder sowas. Achtung, die Dementoren kommen oder so ein Blödsinn. Wäre schon witzig. Ich hätte gedacht, dass ihr ein bisschen mehr sich bewegt, weil ich habe mal gehört, dass die voll viel wackelt und so. Wir sind jetzt auf Gleis 9 angekommen. Zwischen Gleis 9 und Gleis 10, ihr seht hier oben ist 9 und da drüben ist 10, liegt ein Gleis und da kann man gar nicht gegen die Wand rennen. Gleis 9, Gleis 10. Was soll denn das? Wir gucken jetzt auf jeden Fall mal noch auf die andere Seite rüber, ob wir dort irgendwie was finden. Zwischen Gleis 6 und 7 sah sehr, sehr gut aus, aber hier möchte ich nicht unbedingt gegen die Wand rennen. Dafür haben wir jetzt den Harry Potter Job gefunden, direkt hinter uns. Und da ist auch so ein komischer Wagen, der da so halb in der Wand drinnen hängt. Ich würde sagen, wir probieren es einfach dort dagegen zu rennen. Vielleicht funktioniert es ja. Wir sind jetzt zwischen Gleis 4 und 5. Das hier sieht schon sehr, sehr viel mehr aus wie bei Harry Potter. Und hier würden wir jetzt einfach mal gegen eine Wand rennen. Ich glaube, das macht sehr viel mehr Sinn als an einer anderen Stelle. Wieso ist hier jetzt ein Trolley? Ja, weil immer mit dem Trolley nach Hogwarts fährt und sich gegen die Wand rennt. Ja,
kümmern. Auf geht's. Immerhin habe ich einen Koffer dabei, wie gesagt. Ja, du hast wenigstens den Koffer dabei. Wo ist eigentlich deine Eule? Du bist meine Eule. Okay, ich bin deine Eule. Ey, die haben mir überall da, wo man dagegen laufen könnte, irgendwelche Kofferdinger hingebaut, sodass man da nicht dagegen laufen kann. Das ist unsere Stelle gefunden, wo wir dagegen laufen. Das ist direkt dieser Pfosten hier. Du bist Fred, ich bin Josh. Filmst du mich? Nein, Fred ist zuerst, warte. Ja, okay, Fred ist zuerst. Oh nein, er ist gegen die Wand gelaufen. Ich glaube, es ist zu. Ich glaube, ich will auch gegen die Wand laufen. Ja, ich will auch gegen die Wand laufen. Barry, you don't check it. Aber Hagrid, da muss ein Tippfehler sein. Es gibt kein Gleis 9¾. Hagrid? Wir sind wieder zurück im Hotel nach einem etwas langen Tag. Das war gerade echt noch ziemlich witzig, am King's Cross Bahnhof da ein bisschen gegen die Wand zu laufen. Und das war alles ein ziemlich cooler Tag. Wir sind sau viel umhergelaufen. Das war echt cool, hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich jetzt einfach nur auf mein Bett und auf Schlafen. Wir sehen uns dann. Bis dann. Haut rein. Ciao.